abgelaut habe, dann super. Nein, du musst überhaupt nicht hier wieder parat. Mein Name ist Johannes Holl, ich bin bei der Autobahnpolizei in Köln, bin hier auf der A1 an der Unfallstelle heute für die Pressebetreuung zuständig. Was ist hier passiert und was waren die Auswirkungen? Ja, hier ist es zu einem Auffahrunfall zwischen einem großen LKW, einem 30-Tonner gekommen und dem kleinen LKW, der hier im Hintergrund ist. Der große LKW stand hier im Stau, dann ist mit hoher Wucht der kleine LKW aufgefahren. In diesem kleinen LKW wurde der Fahrer eingeklemmt. Musste von der Feuerwehr befreit werden, ist aber leider schon am Unfall auch direkt verstorben. Was sind hier die Maßnahmen der Polizei und wie lange ist jetzt hier vollgesperrt und teilweise schon eine Spur freigegeben? Die Autobahn war für circa eine halbe Stunde vollgesperrt. Seit circa 10 bis 15 Minuten ist eine Spur wieder freigegeben. Zurzeit läuft hier die Unfallaufnahme. Es wird also genau rekonstruiert, wo und welche Spuren hier sind. Es werden die Daten der beteiligten Fahrzeuge ausgelesen. Und dann werden hier natürlich auch Skizzen gemacht und Unfallanzeigen geschrieben. Wie sieht das aus? Passieren solche Unfälle hier auf dem Abschnitt häufiger? Und was könnte dann Ursache sein? Ja, leider passieren hier diese Unfälle häufiger. Das liegt daran, dass zurzeit die Leverkusener Brücke für Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen gesperrt ist. Diese Lastkraftwagen müssen dann auf der A3 in Richtung Norden oder Süden ausweichen. Und dafür bildet sich hier ein langer Rückstau an Lkw. Da kommt es leider immer wieder vor, dass andere Verkehrsteilnehmer das Stauende übersehen und dann halt eben auffahren.